Willkommen bei Hacking Magic. Ich bin Rüdiger Klings. Ich habe mit Programmieren nicht so viel zu tun. Ich bin Maschinenbauer und Business Analyst. Mit Magic the Gathering kenne ich mich Gott sei Dank ein bisschen mehr aus und darüber möchte ich auch heute sprechen. Kleine Warnung. Ich bin beim Vorbereiten von dem Talk ein bisschen übermotiviert gewesen. Deswegen könnte es ein Tickchen länger dauern als 30 Minuten. Das heißt, ich habe nach 30 Minuten ich eine kleine Pause eingebaut, wo dann die Leute, die es dann wirklich gelangweilt hat, oder die Freifunke schnell den Saal verlassen können. Der Rest wird dann noch ein bisschen Bonusmaterial bespaßt. Wir fangen mal an mit dem, was ich eigentlich den geilsten Hack in der Magic-Historie an sich finde. Das ist der Chaos Orb. Man weiß nicht, ob es Urban Legend ist oder real. Chaos Orb war eine Karte, die hat man so genommen und auf das Deck seines Gegners geworfen, also auf das Board seines Gegners geworfen, und alles, was die Karte berührt hat, war dann kaputt. Und die Geschichte geht so, dass der Mensch den Chaos Orb genommen hat, klein zerrissen und über das Board seines Gegners verteilt hat, mit entsprechend schlimmen Effekten. Der Chaos Orb ist inzwischen überall gebannt. Das hat allerdings andere Gründe, weil man diese Geschicklichkeitsspiele Magic nicht mehr haben möchte. Aber das ist für mich so einfach der geilste Hack überhaupt. Man hat eine Karte benutzt, wie man sie nicht benutzen sollte, theoretisch. Man hat Regeln, die es nicht gab, einfach mal benutzt, um einfach komplettes Deck seines Gegners auszuwipen. Hat deswegen gut funktioniert, weil das das Finale von einem Spiel war, wo man das Deck nachher auch nicht mehr brauchte. Das heißt, dass das Deck danach nicht mehr legal war, weil eine Karte gefehlt hat, war auch egal. Und Hacken bedeutet ja im Prinzip Regeln brechen, beugen, neue Regeln finden. Und deswegen würde ich jetzt auch echt mal damit anfangen, mal zu gucken, wie hat sich das denn eigentlich in Magic the Gathering mit den Regeln so entwickelt. Ganz oben rechts, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Früher war das so, in einem Starter-Deck, was man gekauft hat, war ein kleines DIN A8-Regelheftchen drin. Und da stand grob das drin, wie halt Magic funktioniert. Und es hat unfassbar viele Fragen offen gelassen. Als ich angefangen habe, Magic zu spielen, war irgendwie nicht so richtig klar, ob, wenn eine fliegende Kreatur eine normal laufende Kreatur angreift, ob die laufende Kreatur überhaupt Schaden machen kann, weil die andere fliegt ja. Und viele andere Kleinigkeiten auch. Bei uns hat auch zum Beispiel ein Soul Ring, der macht ja zwei farblose Mana farblos, kann man ja offensichtlich für jede, also passt ja in jede Farbe rein, also kann man alles damit casten. War natürlich ein bisschen besser, als wieder heutzutage benutzt wird. Und all diese Fragen, und das kann man sich jetzt quasi wirklich so als Analogon sehen, so, man hat halt mal einen Prototyp rausgehauen und jetzt wurde an allen Ecken Spaghetti-Code-mäßig ergänzt, beschrieben, wie ist es denn eigentlich gemeint. Der Steve D'Angelo hat so als Magic-Chronologist das alles aufgeschrieben, hat ein dickes Werk quasi für jede Karte, Steve D'Angelo Card Rules, gab, wo alle Karten beschrieben worden sind und wie die so funktionieren und wie die gedacht sind und wie die interagieren. Genauso wie Steve D'Angelo Rule Clarification. Und das war so ein bisschen wie das Case Law in den USA. Immer wenn es mal eine Frage gab, wurde die beantwortet und es hat sich irgendwie so entwickelt und hat auch mehr oder weniger gut zusammengepasst. Ein paar Hacks sehen wir dann gleich auf den nächsten Seiten. Darauf aufbauend hat sich dann aber ein paar Jahre später, 3-4 Jahre später, die Fourth Edition Rules entwickelt. Die sind so mehr oder weniger das, was wir heute haben. Also tatsächlich Version 2 der Regeln. Die wurden dann in 1999 mit den Sixth Edition Rules nochmal stark upgedatet. Also es war wirklich ein Major Revision. Jetzt die Comprehensive Rules. Und das ist das, was wir heute in Magic the Gathering benutzen. Es gibt zwar immer noch in den Comprehensive Rules jede Menge Regelergänzungen oder kleine Tweaks, also alle Keywords werden natürlich ergänzt. Es werden aber auch andere Kleinigkeiten ergänzt, wie Mulligan-Regel ändert sich alle naslang mal oder die Legend-Regel. Oder das Death Touch von der Static Ability, von der Triggered Ability zu einer Static Ability sich verändert hat, sind jetzt nicht mehr so riesig große Effekte. Das heißt, quasi schlechte Nachricht für uns,
die die Regeln hacken wollen, die sind schon ziemlich gehärtet worden in den letzten oder in den ersten 10 Jahren der Magic-Karriere. Das heißt, der Großteil meines Talks wird sich dann tatsächlich auch mit der Interaktion zwischen Karten beschäftigen und wie ich das dazu benutzen kann, unintended Effekte zu erzielen. Eine Sache, die ich vielleicht noch erwähnen möchte, ist quasi der Kampf zwischen dem Spieler und Wizard of the Coast als dem Regelgenerator. Befindet sich im, hat quasi so 3 Waffen. Der Hacker natürlich immer Geist und Kreativität, und die Abwehrmechanismen sind entweder Restriction or Bannings, das ist das, was heute primär passiert, aber auch, was es früher sehr, sehr viel gab, sind sogenannte Power-Level-Erratas. Power-Level-Erratas sehen wir jetzt hier gleich mal als ein Beispiel. Der Time Vault ist eventuell nicht ganz für alle zu lesen, die nächsten Folien werden besser. Der Time Vault, eigentlich eine ganz pfiffige Idee. Ich bringe den getappt ins Spiel. Ich untappe ihn, indem ich meinen nächsten Turn da rein tue. Naja, ist tatsächlich spielerisch gar nicht so toll, weil ein Turn jetzt ist eigentlich immer besser als ein Turn später. Und dann kann das Ding auch noch kaputt gehen. Aber schon als der Time Vault das erste Mal gedruckt worden ist, gab es direkt eine Karte, mit der man den Time Vault abusen konnte, nämlich Twiddle. Twiddle untappt den Time Walk. Super, mache ich also quasi aus so einer billigen Common-Karte direkt einen Time Walk. War aber zur Alpha- und Beta-Zeit gar nicht so the big deal, weil, naja, Time Walk habe ich ja auch quasi genug im Angebot gehabt. Die Tatsache, dass der heute halt mehrere hundert Dollar kostet, war damals noch nicht so ein großes Ding. Richtig schlimm wurde es aber, als irgendjemand auf die Idee gekommen ist, oh, ich könnte den Time Walk ja mit Animate Artifact zu einer Kreatur machen, dann ein Instill Energy drauf machen und diese Kreatur antappen. Und das jede Runde wieder, ergo der Gegner kommt gar nicht mehr dran. Gegner, der nicht mehr dran kommt, das ist auf jeden Fall mal eine gute Sache. Und das fand Wizard of the Coast so schlimm, dass die das erste Power-Based Errata gemacht haben. Das funktioniert nämlich ungefähr so. Ja, also wenn du den Time Walk einfach nur noch antappst, das reicht nicht, da muss auch ein Counter drauf sein, da muss ein Time Counter drauf sein. Nur wenn auch ein Time Counter drauf ist, dann kann man den wieder tappen und auch diesen Turn wieder rausholen. Und damit war natürlich diese ganze schöne Idee direkt obsolet. Time Warp ist wieder in der Versenkung verschwunden, bis eines Tages diese Karte rauskam. Und diese Karte sagt, wenn ich ein Artefakt, was ungetappt ist, tappe, mache ich einen Schaden. Fantastisch. Time Vault kann ich ja im Prinzip umsonst antappen. Naja, okay, fein, ich tue einen Turn rein, aber drauf geschissen. Ich antappe das also für einen Turn, schieße auf meinen Gegner, antappe das für einen Turn, schieße auf meinen Gegner. Am Ende habe ich einen Gegner, der hat ganz schön viele Turns, ist aber leider tot. Fand Wizard of the Coast wieder doof. Also machen wir ein Power-Based Errata drauf. Das nächste Power-Based Errata ist also, bitte, das Ganze funktioniert nur vor dem Turn, den du skippen möchtest. Und damit Time Walls kann man recht schön quasi in der Preiskurve des Time Walls sehen. Die hat dann einmal so einen riesen Spike und direkt danach war das Ding wieder nichts mehr wert. Weil das Flame Fusillage funktioniert halt nur in der as a Sorcery. Jetzt muss man es also vor dem eigentlichen Turn machen. Das hat aber einen lustigen Nebeneffekt, der dann in den D'Angelo-Regeln nach US Case Law auch wieder direkt gefixt wurde. Wenn jetzt das Antappen des Time Walls zufällig noch Mana kostet, wegen, keine Ahnung, irgendeine andere Karte, die rumliegt, die sagt, willst du ein Artefakt antappen, kostet es als Mana. Das Mana muss ich ja irgendwo herkriegen. Sehen wir gleich, wozu das führt. Turn Order. Turn Order, auch klassisches Regelproblem. Aus meiner Sicht letztes großes Turn Order Problem war das Unterschied zwischen the end of turn at the end of turn und until end of turn und dem Cleanup. Die Karte, die ihr hier seht, war eigentlich intended als, ich kann mal kurz 3 2-2 Blocker raushauen als Instant, wurde aber benutzt als at the end of turn war vorbei. Ich spiele die Karte,
Jetzt bleiben die Kreaturen bis zur nächsten End-of-Turn-Phase und damit kann ich, sobald ich dran bin, damit angreifen. Also wieder, ich nehme eine Karte, ich tweake die Regeln so, wie ich es brauche, um eine Unintended-Situation herbeizuführen. Der Fix war dann, wir fixen das, was eigentlich auf der Karte draufsteht und sagen so, in Wirklichkeit haben wir Cleanup gemeint. Weil nach dem Cleanup, da geht wirklich nichts mehr. Und jetzt seht ihr schon bei der Turn Order, da ist so ein Turn-Element, das kennt wahrscheinlich keiner von euch, das ist nämlich die In-Between-Turn-Phase. Die brauchten wir, wir erinnern uns dran, um einen Time Wall zu antappen für den Fall, dass der da Mana braucht. Und das war der Abuse, der hat einen Grand Prix lang gehalten. Danach wurde die Regeln entsprechend verändert, dass das nicht mehr geht. Dieser Abuse funktioniert wie folgt. Wall of Roots. Ich spiele das Ding, es liegt ein bisschen rum, kann mir kleine Kritter abhalten und ich kann jede Runde einen Mana rausziehen, bis das Ding kaputt ist. Wenn ich die Wall of Roots aber in between Turns verwende, dann kann ich ja nicht nur einmal pro Turn verwenden, weil ich bin ja nicht in dem Turn, also kann ich das ja beliebig häufig machen in between Turns. Und weil in between Turns das Ding auch nicht checkt, dass es kaputt geht, also dieses ganze State-Based Effects ist erst in den Comprehensive Rules rausgekommen. Also das Ding merkt gar nicht, dass es 0-0 ist. Deswegen kann ich in between Turns so viel Mana rausziehen, wie ich Bock habe. Macht aber nichts, weil das Mana in between, und das stand dann tatsächlich auch, ich hätte euch echt so gerne die Steve Angelo Rule Clarifications mitgebracht, wo das wirklich auf der ersten Seite quasi direkt steht, wie funktioniert In-Between-Turn-Phase und irgendjemand hat es halt gelesen und ausgenutzt. Also ich habe jetzt in der In-Between-Turn-Phase beliebig viel Mana in meinem Pool. Das floatet dann in meinen Untap rein. Und am Ende vom Untap würde das Mana normalerweise aus meinem Pool rausgehen und damals sogar noch Mana-Burn verursachen. Das heißt, ich bin, nachdem ich quasi beliebig klug in der In-Between-Turn-Phase war, bin ich im Untap danach unendlich tot. Es sei denn, es gibt den Untap gar nicht. Da kommt jetzt also Stasis ins Spiel. Mit Stasis wird der Untap geskippt. Das Mana floatet in den Upkeep rein. Beliebig viel Mana im Upkeep. Damals hat man es mit einer Magna Mine gelöst. Inzwischen kann man es wahrscheinlich auch mit anderen Sachen lösen. Und dann mache ich den Gegner richtig tot. Wie gesagt, dieser Rule-Hack hat ungefähr einen Grand Prix lang gehalten. So, und das gesagt haben, also die Rule-Hacks, ich befürchte, die sind wirklich rum. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt ein bisschen mehr drauf, wie kann ich denn unintended Consequences aus normalen Karten rausziehen. Und wenn man sich das normale Kartendesign von Magic-Karten anguckt, ist halt je teurer, je besser. Also irgendwie 2-2er hier, der kann schon ein bisschen mehr, der kann noch ein bisschen mehr und der kann dann richtig viel. Oder es gibt auch jede Menge Karten, an denen erkennt man das. Ich habe einen Karteneffekt und wenn ich irgendwie noch ein bisschen Mana drauflege, wird der Karteneffekt halt besser. Soweit, so gut. Also wie bekomme ich das Ratio von Mana zu Effekt? Wie mache ich das besser? Naja, am besten, indem ich das direkt unendlich häufig verwende. Also Infinity Loops ist jetzt das Thema. Auch das wurde erst relativ spät, also quasi für mich gelöst, als jemand, der schon 93 angefangen hat zu spielen. Also inzwischen funktioniert es halt so, ich beweise, dass ich eine bestimmte Kette an Sachen durchspielen kann und dann denke ich mir eine Zahl aus. Der Gegner, ich frage nochmal den Gegner, willst du es irgendwann unterbrechen? Wenn nein, wird dieser Effekt so häufig durchgeführt. So funktioniert Infinity. Das Beispiel dazu, wie Infinity zu einem Unentschieden führen kann, ist diese Kartenkombination mit der einen Karte schicke ich die andere ins Exil und im Triple gehen die dann, schicken die sich gegenseitig ins Exil und wenn es wirklich nichts anderes mehr gibt, regeln inzwischen die Regeln, ist es ein Unentschieden. Aber auch die Tatsache, dass man das regeln musste, deutet für mich jedenfalls darauf hin, dass es auch irgendwann mal probiert worden ist. Kann man hier mit drei Karten machen.
Wenn man den World Gorger Dragon hat, da reichen auch zwei. Für einen kurzen Moment hat der Hostage-Taker das auch mit sich alleine machen können. Und das war jetzt quasi ein ganz klassischer Fehler, wie die Karte hergestellt worden ist. Es war jedem klar, der soll sich nicht selbst Hostage-Taken können, aber man hat es halt einfach vergessen draufzudrucken. Und wenn es nicht draufsteht, kann es. Und damit kann er quasi diesen Infinity-Loop mit sich selbst auch alleine machen. Und quasi, mir geht schlecht, ich spiele den und dann ist es unentschieden. Das war vielleicht dann doch ein bisschen hart. Ja, klassische Infinity-Kombos wäre jetzt zum Beispiel hier die hier. Was ich ziemlich beachtlich finde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass die innerhalb eines Blocks stattfindet. Also die eine Karte ist Shadowmoor, die andere ist Eventide. Also das hätte, wenn ich das richtig sehe, tatsächlich in einem Draft stattfinden können, diese Infinity-Kombo. Ich tappe den hier, untappe ihn für einen -1/-1-Counter, der nimmt das Mana und frisst den -1/-1-Counter und pumpt sich damit hoch. Fand ich beachtlich, aber ist einfach ein schönes Beispiel, wie so ein Infinity-Loop in Realität funktionieren kann, der dann einfach zu einem sehr schönen Effekt agiert. -1/-1-Counter ist in diesem Shadowmoor Eventide Lorwyn-Block eine Mechanik gewesen. Und tatsächlich -1/-1-Counter, den sieht man relativ gut an, dass man damit komische Sachen machen kann. Ja, eine andere Sache, wenn wir über wie kann ich das Mana-Ratio verbessern, auf die man dann kommt, ist natürlich der Reanimator. Also Reanimator-Deck ist, ich habe irgendwas, mit dem ich meine Karten in den Friedhof mache. Entomb bietet sich an, Dredge bietet sich an, whatever. Ich nehme also eine Karte, tue irgendwie einen fetten Schnuckel in den Friedhof, zum Beispiel hier den Nicol Bolas, und dann hole ich ihn wieder raus. In dem Fall geht es tatsächlich mit Reanimator oder Dark Reacher Reanimator und dann die Karte hier unten, die kann man jetzt nicht mehr so gut lesen. Hole eine Karte aus dem Friedhof und die bekommt Haste, geht aber dann dafür die Endrunde des ins Exil. Klingt gar nicht mehr so schlimm, wenn man mit Nicol Bolas dem Gegner 7 Lebenspunkte und seine ganze Hand rausnimmt. Aber Reanimatoren-Decks, ich glaube, das ist ein Thema, was es schon seit immer in Magic gibt und wahrscheinlich auch immer geben wird. Eine andere Karte, und das ist auch ein schönes Beispiel für diese Power-Level-Bannings, ist Flash. Flash, Intent der Karte, nee, du kannst halt eine Kreatur als Instant spielen. Eine Kreatur als Instant spielen ist natürlich irgendwie cool, hast du plötzlich einen Blocker, hast du eine Karte, die nächste Runde schon was machen kann, ohne dass der Gegner mit Sorceries gegenkämpfen kann und kostet 2 Mana. Die 2 Mana werden quasi wieder recycelt, wenn du die Kreatur ausspielst. Und wenn du es nicht machst, dann geht die Karte halt kaputt. Unintended, ich habe ganz viele Karten, die möchten kaputt gehen. Also hier zum Beispiel der Academy Rector, der möchte unbedingt kaputt gehen, damit er sich ein Enchantment raussuchen kann. Und in dieser Kombination Flash, ich bezahle den Flash nicht, der Academy Rector geht sofort kaputt, ich cycle mich in irgendein teures Enchantment rein, zum Beispiel Yawgmoth Bargain, in der zweiten Runde mit irgendwelchen Moxen in der ersten Runde, war nicht so gern gesehen. Ergo hat man ein Power-Level-Errate aufs Flash gemacht und gesagt, wenn du die 2 Mana nicht zahlst, geht die Karte in den Graveyard instead. Und damit war Flash quasi bis 2008 völlig unspielbar. 2008 hat man sich entschlossen, dass alle Power-Band-Erratas rausgenommen werden. Flash war sofort wieder ein Thema. Dann gab es den Protein Hulk als die Karte der Wahl, die man ins Spiel bringen wollte. Und hier ist der Link dazu, was man sich mit dem Protein Hulk so alles rausholen kann, um mehr oder weniger sofort zu gewinnen. Das ist einfach eine Riesenliste an Möglichkeiten. Ja, die andere Möglichkeit, ein gutes Ratio draus zu holen, ist natürlich, wenn es in the first place gar nichts kostet. Nichts kostet im Sinne von, es kostet kein Mana. Es mag natürlich andere Sachen kosten, also Beispiel hier Krug Ironworks, kostet kein Mana, ich muss halt Artefakte reinwerfen, dann kriege ich Mana, mit denen kann ich mir im Zweifelsfall wieder Artefakte machen und schon dreht sich das Ding. Ist eine grundsätzlich gefährliche Sache, deswegen ist jetzt Krug auch kürzlich, ist es gebannt oder ist es nur restricted worden, ich weiß es gar nicht ganz genau. Ja, oder hier eine Karte, die ich für 0 Mana einsetzen kann, oder hier der Drache, der für 0 Mana fliegen und nicht fliegen kann. Bringt im Moment nichts,
Es sei denn, irgendeiner von euch kennt eine Karte, die halt darauf triggert, dass irgendeine Kreatur fliegen bekommt oder halt nicht fliegen bekommt. Und schon ist der Drache plötzlich eine gute Karte. Hier die Nomad Encore sind eine der Basiskomponenten für eine andere Infinity-Kombo. Das ist die Life-Kombo. Es gibt hier einen Typen, der wird +0/+0/+3, wenn er getriggert wird. Die Idee oder der Intent dahinter ist, naja, der soll halt einen Blitzschlag aushalten, ohne dass es ihm was ausmacht. Mit dem Nomad Encore zusammen, der kann ihn halt triggern und dann kann er den hinten beliebig aufpumpen, weil ich leite halt Damage, also ich mache einen Damage Shield auf mich, dass ich auf dich umleite, ich trigger den, der wird also hinten unendlich groß. Unendlich im Sinne von, ich muss mir halt eine Zahl ausdenken, dann opfere ich das Ding und habe danach eine ganze Menge an Leben. Und jetzt vielleicht tatsächlich mal eine Frage, was denkt ihr denn, ist eine sinnvolle Anzahl an Leben, die ich da sagen muss? Wie viel Leben ist denn genug? Eine Million? 10 Millionen? Eine Milliarde? Der große Feind ist natürlich geometrisches Wachstum. Das ist dann dieser Typ hier, der einfach jede Runde die Anzahl der Sapurlings verdoppelt. Und tatsächlich, ich war auf einem Turnier, wo einer mit der Live-Kombo 1 Million Leben gemacht hat und er dann die Macht des geometrischen Wachstums erfahren musste und von dem hier kaputt gemacht wurde. So roundabout 1 Trilliarde wäre eine gute Zahl für ein 60-Karten-Deck. So, und jetzt habe ich ganz fantastischerweise, das habe ich ja gut gemacht, einen Link falsch gesetzt und muss mich mal ganz kurz hier wieder zurück in meine ursprünglichen Talk reinbeamen. Also genau, von dem Ding haben wir gerade geredet. Reanimator haben wir durch, Flash haben wir durch, Siromana. Siromana. Gibt es hier noch eine gefährliche Karte, das ist der Mana Monolith. Dem sieht man die Zero Mana zwar nicht direkt an, aber der tappt, holt 3 Mana raus, antappt für die 3 Mana wieder. Also den kann man beliebig häufig quasi hin und her tappen. Wenn man da so einen Effekt rausholen kann, super. Oder aber, Mind's Desire ist, glaube ich, die Megakarte für ich mache umsonst und böse, die ist auch ungefähr nach 50 Tagen gebannt worden. Weil da konnte man einfach zu viel umsonst rausholen. Oder überhaupt ist Storm, glaube ich, die Mechanik, die am schlimmsten abused worden ist. 0 Mana ist das Einige. Das eine, Krempel billiger machen ist das andere. Weil mit Krempel billiger machen kommt man halt vielleicht diesen 0 Mana auch ganz schön nah. Wenn eine Karte normal designed wird, guckt man halt, okay, ist der Effekt für das Mana irgendwie, hat er irgendwie ein faires Ratio? Also was kann ich daraus hier noch, was kann ich noch zusätzlich rausholen? Hier unten ist die Karte, mit der man den Mana-Monolithen abused. Da wird nämlich das Antappen 2 billiger. Und plötzlich holt man 3 Mana raus und muss nur noch 1 Mana reinstecken und bekommt jede Menge Mana for free. Eine Karte, von der ich tatsächlich nicht verstehen kann, warum die nie wirklich abused worden ist, ist die hier. Cycle ist 2 billiger. Cycle kostet aber immer nur 2. Also Cycle ist for free. Das einzige Deck, was ich gefunden habe, ist 1999 vom Svimosovic gespielt worden. Und er hat einfach sein Deck, quasi sein 60-Karten-Deck damit virtuell auf 30 Karten verkürzt, weil er alles andere weggecycelt hat und hat damit natürlich, ich meine, wir wissen ja, das Problem ist immer, die richtigen Karten zu finden, natürlich seine Ratios massiv verbessert. Eine andere Karte, Alluren, auf der steht es explizit drauf. Ich kann kleine Kreaturen umsonst casten und jetzt muss ich halt nur noch die kleinen Kreaturen finden, die mich irgendwie in einen Loop reinbringen. Also in diesem Fall, ich hole mir eine Karte, mit der ich mir meine Karten raussuchen kann. Die Key-Komponente ist hier die Kevin Harp hier. Ich spiele sie rein, bounce eine andere blaue Kreatur, kann mir damit wieder Karten holen und kann halt sogar die Kevin Harp hier für ein Leben wieder auf die Hand nehmen. Kostet Leben. Ergo brauche ich jemanden, der mir Leben macht, später jemanden, der vielleicht dem Gegner Schaden macht oder ich an Tap blende oder whatever, jede Menge Möglichkeiten. So sah das Alluren-Deck aus, als ich es gespielt habe. Inzwischen gibt es die beiden Karten, die machen es natürlich einfach viel einfacher, weil hier Leben gewinnen und Leben, Opponent verliert Leben direkt in einer Karte zusammenkommen.
Eine andere Karte mehr aus der Gegenwart ist die hier. Die Karte macht Kreaturen zwei billiger, damit eine Kreatur umsonst ist, nehme ich mir also eine Artefakt-Kreatur für zwei Mana. Das ist der Myr-Retriever. Der stirbt unglücklicherweise an der Karte direkt, hat aber einen schönen Go-into-Graveyard-Effekt, holt den anderen Myr-Retriever raus, ich kann ihn umsonst casten und brauche jetzt halt noch irgendwas, was darauf triggert, dass Kram in den Friedhof geht oder Kram ins Spiel kommt. Nehmen wir also zum Beispiel diese beiden Karten hier. Ich bin ein bisschen überrascht, dass es die Karte gibt, weil ihr kennt eventuell die Story um Skullclamp. Das war auch eine Karte mit, ich krieg was, wenn eine Karte in den Friedhof geht. Und ich bin auch dafür verantwortlich, dass die Karte in den Friedhof geht in the first place. Und die Skullclamp wird heutzutage eigentlich als der größte Design-Mistake von Wizards of the Coast betrachtet. Aber gut, hier ist die Karte, hier ist die entsprechende Combo. Und das hat mich jetzt eigentlich auch dann zu der Hauptüberlegung geführt. Bei Alluren hat man ja relativ gut gesehen, ich muss irgendwas einsetzen, um irgendwas zu bekommen. Also in dem bei Alluren war es halt, ich gebe ein Leben aus, um eine Karte zu bouncen. Deswegen habe ich mir jetzt mal ein paar Überlegungen gemacht, wo würde ich denn heute, wenn ich Kombos suchen möchte, wo würde ich die denn finden? Wo kriege ich also am besten unintended consequences her? Die eine Möglichkeit, die ich mal untersucht habe, ist, wie kann ich denn bestimmte Objekttypen innerhalb von Magic ineinander transformieren? Also zum Beispiel, wie mache ich aus dem Instant ein Sorcery oder umgekehrt? Ja, also Sorcery ist ja explizit ein Sorcery, weil die, oder wir haben es bei anderen Karten gesehen, Sorceries, die ich zu Instant machen will, die kosten halt einfach mehr. Wenn ich das also irgendwie anders erreiche, zum Beispiel mit dem Teferi, das aus dem Sorcery ein Instant wird, ist es auf jeden Fall mal gut. So. Und entsprechend gibt es jede Menge andere Karten noch, wo ich die Objektattribute der Karten ineinander umwandeln kann. Hier zum Beispiel Route, ich gebe zwei Mana mehr aus. Wenn das schon auf der Karte selbst draufsteht, würde ich mal sagen, muss man das nicht nochmal tiefer beobachten, weil die Kosten sind wahrscheinlich relativ fair, die sich Wizards da ausgedacht hat. Dann gibt es hier zum Beispiel Kreaturen, die Enchantments werden oder hier irgendwas, was Artefakten zu Kreaturen macht. Irgendwelche Enchantments, die auch Artefakte sind oder irgendwelche Instant-Enchantments. Hier gibt es was, was Enchantment zu Kreaturen macht oder Länder zu Kreaturen. Und ich finde es immer sehr spannend, wenn sich irgendwas in Kreaturen verwandelt, weil Kreaturen kann man halt in Magic per se besser abräumen. Die ursprüngliche Combo war Tabernacle auf Pendlewale, wo dann plötzlich jedes Land ein Mana-Upkeep kostet, jedes Land macht auch ein Mana. Quasi ein Regelfix, der sich so in der Anfang der Magic-Geschichte ereignet hat. Ganz früher konnte man ein Permanent nicht benutzen, wenn man das Upkeep nicht bezahlt hat. Also ne, quasi erst Geld her, dann darfst du es auch benutzen. Ergo hat man jede Menge Länder gehabt. Keins konnte man benutzen, um Mana zu machen. Ergo sind auf einen Schlag alle Länder weggegangen. Mit dieser Combo hier. Funktioniert heute nicht mehr. Da muss man dann irgendwie zu härteren Methoden greifen, wie zum Beispiel alle deine Länder sind kaputt und alle meine Länder sind extra gut. Aber das ist auf jeden Fall immer eine Sache, die sich lohnt, mal nachzugucken, kann ich irgendwelche Objekte ineinander verformen, um andere Karten darauf anzuwenden, die vielleicht einfach nicht so im Fokus waren von Anfang an. Die andere Sache, die ich mir mal angeguckt habe, ist, kann ich bestimmte Ressourcen ineinander umformen? Also bei Alluren haben wir es ja gesehen, ich benutze Leben, um Bounce-Effekte zu erzeugen. Und hier habe ich einfach mal eine Matrix aufgestellt mit allem, was mir so aufgefallen ist, wie ich Sachen ineinander transformieren kann. Also völlig überraschend, weiß und grün erzeugt aus irgendwas Leben. Ich kann Karten reintun, ich kann Mana reintun, ich kann whatever reintun, kriege ich Leben raus. Oder rot oder schwarz, da kommt halt der Schaden her. Ein paar ganz spannende Effekte sind, wie kriege ich denn alles aus dem Graveyard zum Beispiel ins Spiel? Da bietet sich Living Death an, das ist die Karte hier unten. Ich tue alle Kreaturen von allen Leuten ins Spiel und umgekehrt.
alles, was im Spiel ist, gerade in Graveyard rein. Also wenn ich das halt vorher schön mir eine Situation erzeuge, und dabei geht es ja in Magic, die für mich vorteilhaft ist und für den anderen nicht, ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Für einen selbst. Und ich glaube, hier der Klassiker, wo auch heute sehr viel drum geht, ist Dredged und Delve. Die funktionieren einfach fantastisch miteinander. So, das sind jetzt aber mehr so die One-Time-Effekte. Deswegen habe ich jetzt nochmal das Ganze mir nochmal angeguckt für, wo habe ich denn Permanents, die mir es erlauben, diese Resource Transformations durchzuführen. Ja, also zum Beispiel der, ich sag mal so, die Klassiker Necropotence, ich lege sie ins Spiel und kann ein Leben in eine Karte umtauschen. Viel zu gut. Oder Fast Bond, auch eine heutzutage restrictede Karte. Ich kann einfach mehr Länder ins Spiel bringen und muss halt nur ein Leben dafür opfern. Oder Cards in Hand in Mana umwandeln. Klingt jetzt erstmal gar nicht so toll, bis ich halt eine Combo draus mache, die Frostbloom heißt. Ich spiele das Ding hier, kann Karten abwerfen, um grünes, schwarzes Mana zu machen. Grünes und schwarzes Mana mit ein bisschen Blau, gibt mir wieder jede Menge Karten und Repeat und mehr Karten in die Hand ziehen. Ich brauche noch ein paar andere Elemente, die mir meine Länder opfern oder auch neue blaue Länder ins Spiel bringen. Und am Ende mache ich einen großen Drain Life und der Gegner ist tot. Kleine Anekdote, zu der ich eigentlich Prostblum und Mana Drain merken wir uns mal, da gibt es noch eine sehr schöne Anekdote ganz am Ende für. Dann hier Cards in Hand, Zeug im Spiel, Zombie Infestation. Zombie Infestation, unfassbar schlechte Karte. Wer würde jemals zwei Karten ausgeben, um einen Zombie ins Spiel zu bringen? Macht plötzlich Sinn, wenn man mit dem Upheaval A das Board leer gemacht hat und B plötzlich viele Karten in der Hand hat. Oder was habe ich hier noch? Hier zum Beispiel Earthcraft. Ich kann mit Kreaturen Sachen antappen. Und hier habe ich eine Karte, die mit Mana Kreaturen antappt. Scheint mir auch eine Möglichkeit zu sein, da was rauszuholen. Ich habe kein Deck gefunden, was das tut. Aber ist mir jetzt halt quasi beim Erstellen des Talks hier aufgefallen. Und zum Schluss eine Sache, die man noch betrachten kann, sind Zone-Change-Effekte oder alles, was quasi in Magic grundsätzlich als symmetrische Effekte angelegt sind. Also wir haben das Upheaval gerade gesehen. Ich nehme alle Sachen auf die Hand, aber nicht nur die vom Gegner, sondern auch meine. Es ist immer gut, wenn man sich selbst darauf vorbereiten kann, besonders so Wrath of God, Armageddon. Wrath of God macht alle Kreaturen kaputt. Ist natürlich dann besonders gut, wenn man selbst keine Kreaturen hat. Armageddon ist dann besonders gut, wenn man nicht nur auf Länder mit Mana angewiesen ist. Hier so eine der Landzerstörungskombos. Obliterate macht einfach richtig alles kaputt. Obliterate wurde verwendet, weil man es nicht countern kann. Gibt es auch als 2 Mana billiger und kann man noch countern. Aber alles kaputt machen und gecountert werden können, ist immer irgendwie ein bisschen doof. Man nimmt sich jede Menge Länder, die man sowieso sacrificed, um schneller mehr Mana zu machen. Jetzt ist also alles weg. Und jetzt ist nur noch die Frage, wie kriege ich es hin, daraus meinen eigenen Vorteil zu erschaffen. Entweder ich nehme hier unten diese Karte, die einfach eine Runde später ins Spiel kommt, die wartet suspended, zählt runter und ich spiele die halt in dem Moment, das Obliterate, wo sie dann danach ins Spiel kommt. Und dann schafft so ein 7-9er normalerweise auch relativ schnell das Spielende herbeizuführen. Oder hier oben so ein Terravor, der die Länder im Graveyard zählt, die zu diesem Zeitpunkt ja auch reichhaltig im Spiel sind, also im Graveyard sind. Ja, so jetzt gucke ich mal auf die Uhr, gucke ich mal, wie schnell ich geschafft habe zu reden, 33 Minuten. Meine offizielle Zeit ist rum. Den meisten ist es egal, das ist gut, mir auch. Ich fange mal mit dem Bonusmaterial an. Ja, Bonusmaterial. Ich gehe nochmal ganz kurz zu Dealing with Affinity, weil da habe ich noch ein bisschen mehr versteckt. Or have I? Or have I not? Ha, schön, wieder was nicht geklappt. Hier haben wir noch ein Dealing with Affinity, lustigerweise auch im Lorwyn-Block, im
oh, Shadowmoor, Shadow whatever Dings Block. Hier kriege ich Mana für verschiedene Farben. Schön kombiniert mit den Hybrid-Mana-Kosten hier oben. Das heißt, also, der macht mir wirklich 4 Mana, die ich hier reinstecken kann, um den zu untappen, plus einen Effekt zu erzielen. Wie gesagt, überraschend, dass die das in einen Block reingemacht haben. Jetzt gehen wir mal ganz kurz nochmal hier ein bisschen Bonusmaterial durch. Billig Sachen, billig Effekte erzielen, sollte auch funktionieren mit Copy. Die Mutter aller Copies ist natürlich The Fork. 2 Mana, ich verdoppel einen Spruch, der prinzipiell beliebig teuer gewesen sein kann vorher. Tatsächlich, was Wizard aber an der Fork wirklich gefährlich findet, ist, dass man damit Karten verdoppeln kann, die restricted sind. Also restricted sind Karten, die eh schon zu gut sind, deswegen darf man sie nur einmal im Deck haben. Und wenn ich die dann forke und am besten den Fork viermal im Deck haben dürfte, ist das irgendwie doof. Also ist Fork auch restricted. Also generell kann man sagen, alles, was Effekte von restrikteten Karten erzeugt, findet oder vermehrt, ist von sich aus restricted. Und Copy gehört halt dazu. Also Fork restricted. Diese hier, lustigerweise nicht restricted. Jeder, der in letzter Zeit Magic gespielt hat, kennt wahrscheinlich dieses Ding. Das war, soweit ich weiß, sogar die schnellste Bannung ever, weil innerhalb eines Blocks, und das müssen sie einfach ganz hart übersehen haben, ich spiele den Planeswalker, ich spiele den Guardian, ich kopiere mit dem Planeswalker den Guardian, die Kopie nimmt den Planeswalker raus, der Planeswalker kommt wieder, natürlich wieder voll aufgeladen, ich kopiere den Guardian und so weiter und habe dann jede Menge Guardians zum Angreifen. Das war jedem relativ schnell klar, dass das keine gute Idee ist. Isochron Scepter war auch eine Kopierkarte, die sehr viel verwendet worden ist, besonders bis 2013, wo man Splitkarten reintun konnte, wo nur eine Seite 2 Mana gekostet hat, aber die Splitkarte, die auf der anderen, also die andere Hälfte der Splitkarte, die mehr gekostet hat, wieder rausholen konnte. Das haben sie dann 2017 in einem Rule Change gelöst. Also es wäre auch so ein Beispiel für, es wird immer noch an den Comprehensive Rules rumgedreht, weil doch noch immer ein paar unintended Consequences gefunden werden. Dann hier, das ist jetzt mal eine Kombo, die ich mir ausgedacht habe, deswegen ist sie wahrscheinlich auch nicht gut. Ich habe jedenfalls bei meinen Research nicht gefunden, dass dieser Ward irgendwo mal irgendwie gespielt worden wäre. Aber prinzipiell kann ich mir den in einem Ramp-Deck ganz gut vorstellen. Ich ramp zum Ward hoch, habe den Ward und 2 Token. Ich spiele hier die Goblin War Party, kriege 3 Token und die werden auch nochmal alle besser. Ich benutze die 2 Token, die da sind, um den Spruch zu kopieren. Lass die Kopie abarbeiten, krieg wieder 3 Token. Alle ungetappt. 2 davon nehme ich, um den Spruch zu kopieren, der ja immer noch auf dem Stack drauf ist. Und damit kriege ich dann jede Menge 1-1 Token, die ungetappt noch rumliegen und auch immer besser werden. Alternativ habe ich hier noch eine kleine Auswahl getroffen, was man eventuell noch zum Untappen und Kopieren benutzen könnte. Und schlussendlich gibt es hier diese Möglichkeit noch mit einem Equipment auf eine Kreatur drauflegen, der dann eben nicht nur eine Kreatur antappt, sondern halt 2, ergo sich selbst und irgendwas, was Schaden macht. Die habe ich gefunden jetzt hier in einem YouTube Infinity Damage at a Budget, weil die Karten tatsächlich alle recht günstig sind. Ja, das ist so der Kram für Copy. Und jetzt gibt es noch eine Sache, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Das ist nämlich, man kann nicht nur die Regeln einfach nur benutzen, sondern tatsächlich Körpersprache, Bluffing, Intimidation ist eine relevante Menge an, also bringt einem wirklich nochmal eine Edge. Zufällig werden viele gute Magic-Spieler danach auch Pokerspieler.
Ich glaube, was man jedem Anfänger beibringt, ist dieses, wenn du angreifst, sprich bitte deine Sorceries nicht vorher, sondern erst danach, damit du wenigstens was haben könntest. Geht dann weiter mit, naja, wenn du ein blaues Deck hast oder egal, tu halt immer so, als ob du noch was haben könntest. Glaube ich, eine der schönsten Effekte hatte ich mal mit einem Freund, mit dem habe ich Two Headed Giant zusammengespielt, auf einem Grand Prix Tag 2. Und Gegner greift an, ich so, oh, da mache ich noch schnell. Mein Freund so, nee, lass das mal lieber. Und seitdem hat das gegnerische Team quasi bis zum Ende gedacht, ich hätte eine Flash-Kreatur auf der Hand, die ich nie hatte. Wir waren auf dem Board mehrfach tot. Am Ende haben wir es Gott sei Dank gewonnen. Umgekehrt, aber dazu gehört dann relativ viel Rechenpower im Hirn, einfach mal angreifen. Obwohl eigentlich die Situation A scheiße ist, B man direkt danach tot wäre. Aber das ist so ein klassischer All-In-Move beim Pokern. Wenn ich das mache, dann muss das doch einen Sinn haben. Eventuell ist der Sinn einfach nur, den Gegner so viel Zeit zu kosten, dass das Spiel dann über die 60 Minuten rausgeht. Im Magic Online hat ja jeder seine eigene Zeit, also da ist es noch viel schlimmer. Ich hatte vorhin gesagt, ich habe noch eine Geschichte zu Prosbloom. Es gibt eine Geschichte aus Prosbloom mit, also wie gesagt, ich mach Zeug und zum Schluss ein Drain live, um den Gegner zu töten. Hat tatsächlich auch schon mal funktioniert, ohne überhaupt ein Drain live im Deck zu haben. Hier Prosbloom, alles klar? Okay, ja, alles klar, du tötest mich, musst du nicht zeigen. Und seitdem also der Rat quasi, bevor ich aufgebe, wenigstens sagen, alles klar, aber zeig mir wenigstens die Karte, mit der du mich jetzt töten würdest. Zum Schluss habe ich euch noch eine Situation aus einem Magic Online-Spiel von mir mitgebracht. Situation grob so, ich 5 Leben, mein Gegner ein 5-5 Drachen. Er greift an. Bevor du angreifst, bam, ah, nein. Bam, Tidal Wave. Wer von euch greift trotzdem an? Du greifst trotzdem an, sonst noch einer? Gegenprobe. Wer wartet halt bis nächste Runde und tötet mich dann mit dem 5-5 Drachen? Okay, 1-1 und jede Menge Enthaltungen. Tatsächlich, also was ist passiert? Gegner hat nicht angegriffen. Ich konnte luckily den Drachen handeln und gewinnen. Und jetzt die Frage an dich. Hast du gemerkt, dass Tidal Wave überhaupt nicht fliegt? Ja. Also es war so ein klassischer Weg. Ich habe die Tidal Wave eigentlich viel zu früh gespielt, weil wenn ich mit der Tidal Wave den Drachen hätte töten wollen, hätte ich erst mal gewartet, bis er angreift und seinen Drachen tappt. Ich habe es aber bevor er angreift gespielt. Also bewusst einen Fehler gemacht, um ihm die Chance zu geben, selbst mit dem Fehler drauf zu reagieren. Hat zufällig geklappt. Hier habe ich jetzt nochmal eine kleine Sammlung von Karten, die so richtig mit der Game-Mechanics rumscrewen. Also sowas wie Ion Hub. Es gibt einfach keinen Upkeep mehr. Also mich würde es wundern, wenn man da nicht irgendwas drum bauen kann, was irgendwie viel Upkeep-Kosten hat und mit dem Ion Hub dann halt nicht mehr. Oder hier die Storage Matrix. Storage Matrix, man kann nur noch eine Art an Permanent antappen. Tatsächlich habe ich ein Deck drumherum gebaut, was nur blaue Länder hatte. Kreaturen, die sich mit dem blauen Mana antappen. Und hier mit der Opposition, die Kreaturen, die tappen die dann halt alles andere weg. Sieht nach einem totalen Kiddie-Deck aus. Hat sich auch so angefühlt, als ich es gebaut habe. Hat mir auch jeder gesagt, dem ich es gezeigt habe, bin ich Platz 17 im Grand Prix Lissabon mitgegangen. Aber war auch Block-Constructed, also ich glaube, wenn ihr es jetzt baut, ist eher ein Kiddie-Deck. Und dann gibt es hier noch die, ist das die Karte? Nee. Gibt es hier noch eine Karte? Warum ist die Library of Lang dabei? Die Library of Lang, heute funktioniert es nicht mehr so. Die wurde mal zu einem Zeitpunkt, als die Regeln immer noch so graduell verbessert haben, stand auf der Library of Lang drauf, skip your discard. Heute steht da drauf, you don't have a maximum hand size. Für einen kurzen Moment war es mal skip your discard. Im Discard war aber gleichzeitig End of Turn und Cleanup drin. Also war der Effekt, was passiert ist, ich lege die Library of Lang, spiele so ganz normal, sag,
Ich bin fertig mit meiner Runde, ich gehe jetzt in meinen Discard. Der Gegner sagt, Moment, ich spiele nochmal schnell einen Instant. Und dann lässt man den seinen Instant spielen und dann erinnert man ihn dran. Übrigens, ein Discard gibt es ja gar nicht. Wir sind also immer noch in meiner Hauptrunde und jetzt mache ich meine schlimmen Sachen. Wurde auch relativ schnell gefixt, leider. Also das fand ich einen wirklich sehr schönen Einsatz hier von der Library of Lang. Und das ist jetzt quasi wirklich die letzte Folie im Bonusmaterial. Das ist das, was ich so gefunden habe als so die weirdest Combos, die es im Moment oder irgendwann mal gab. Weil das zeigt relativ schön, dass Karten, die irgendwie komisch sind, die kann man sich ruhig mal beiseite legen und dann einfach mal warten, ob nicht mal irgendwann eine Karte kommt, mit der man was anfangen kann. Also zum Beispiel hier dieses Dark Depth ist insofern eine komische Karte, als dass normalerweise ist es halt so, man hat eine Karte, mit Mana tut man Counters drauf und irgendwann passiert halt was. Hier sind Counters drauf und man nimmt die weg. Und irgendwann, 3 Jahre später, ist dann halt hier der Vampir rausgekommen, der diese Counter einfach so wegnimmt. Und wenn man dann halt in der zweiten Runde ein 20-20 Fliegen Indestructible irgendwie vor sich hat, kann man sehr schnell dran sterben. Oder hier ein irgendwie Millstone-artiges Ding. Naja, ich mill halt, kostet Mana mehr, vielleicht mill ich auch 2-mal pro Runde. Und irgendwann später, also irgendwann richtig viel später, kam halt plötzlich eine Karte raus, die gesagt hat, ich färbe die Karten in deinem Deck um. Und plötzlich war der Grindstone halt ein, ich benutze dich einmal, bumm, fertig, durchgemillt. Hier noch eine spannende, also insofern eine spannende Karte, als dass in dem Block Future Sight, also vor richtig, richtig langer Zeit, ist eine Karte gebaut worden, die hat sich auf Contraptions bezogen. Die gab es aber zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Und die gab es auch 10 Jahre lang nicht, bis jetzt der letzte Unblock rausgekommen ist, der plötzlich Contraptions gespielt hat. In dem Fall also keine Tournament-legale Combo, aber den hätte man sich mal beiseite legen können, um mal zu gucken, was damit irgendwann mal passiert. Oh Gott, es geht ja noch weiter. Ich habe ja noch mehr mitgebracht. Es gibt zwei Karten, womit ich meine Karten dem Gegner geben kann. Also früher Donate, heute Harmless Offering. Also ergo muss ich jetzt eine Karte finden, die ich nicht haben will, aber der Gegner. Heute ist es die Karte hier unten. Da hole ich erst 3 gute Effekte raus und der 4. Effekt, der tötet mich. Und den gebe ich dann halt dem Gegner mal schnell. Und die Wahrscheinlichkeit, das ist ja ein Enchantment, wenn er gegen die guten Effekte nichts machen konnte, also ein Disenchant nicht hatte, dann würde er wahrscheinlich auch kein Disenchant mehr haben, um seinen Tod abzuwenden, ist relativ wahrscheinlich. Sowas Ähnliches gab es früher schon mal, da hat man dann die Illusion of Grandeur dem Gegner gegeben, also man hat sich erst 20 Leben gegeben, das Ding hatte kumulativ Upkeep, also das hat man halt so zwei, drei Runden halten können, aber das Problem mit dem kumulativen Upkeep hat man dann einfach dem Gegner gegeben, der dann die 20 Leben wieder verloren hat. Das hat wirklich gut funktioniert, besonders halt, wenn du ein Environment hast, wo es sehr viel Vini-Decks und Burn gibt. Und ja, ich sage jetzt mal, die Mutter aller, ich schenke dir mal was, ist Shared Fate. Shared Fate, bin ich auch quasi so zufällig drauf gekommen. Es gab mal eine Zeit, da habe ich ein Deck gespielt, was eigentlich ganz gut funktioniert hat, war blau-weiß, aber gegen ein grün-rotes Deck einfach keine Chance. Ich konnte machen, was ich wollte, keine Chance. Dann bin ich halt irgendwie so spaßeshalber drauf gekommen, so, dann tauschen wir halt einfach. Hat meine Siegchance, sagen wir mal, ein bisschen erhöht. Und dann, als wir dann das Shared Fate in der Hand hatten, haben wir uns überlegt, kann man denn eigentlich ein Deck bauen, was so schlecht ist, dass es niemals gewinnen kann, aber lange genug überlebt, um Shared Fate zu casten. Und ja, das gibt's. Also es ist dann halt ganz viel so, sacrifice meine Kreatur und ich discard hier was und also sehr viel Kontrollelemente. Und dann probiere ich so schnell wie möglich Shared Fate zu casten und dann halt ganz langsam gemütlich mit dem Deck des Gegners zu gewinnen. Weil
die ganzen Karten, die ich in meinem Deck habe, die funktionieren tatsächlich lustigerweise dann auch gar nicht mehr, wenn ich das Deck erstmal meinem Gegner gegeben habe. Weil wenn ich dann noch Library Manipulation mache oder so, hat es einfach keinen Sinn mehr. Das war ein ganz lustiges Deck. Ich habe es auch zu einem Wuping 0-3 auf dem Pro Tour Qualifier gespielt. Das war ein bisschen traurig. Ich hätte damit echt gerne ein bisschen mehr Erfolg gehabt. Der Freund, mit dem ich es erfunden habe, spielt es aber ganz erfolgreich auf Magic Online. Ja, und zu guter Letzt gibt es ja in Magic inzwischen, ich habe 27 Karten gezählt, auf denen einfach draufsteht, you win the game. Mit so Kleinigkeiten wie, naja, du hast halt 50 Leben oder mehr. Also es ist tatsächlich sogar eine Karte, die halt in diesen Infinity Life-Combo-Decks gespielt wird, weil ich muss ja den Gegner trotzdem noch irgendwie töten oder gewinnen. Nur weil ich unendlich viel Leben habe, heißt es ja noch nicht, dass ich gewonnen habe. Kann man also die Karte spielen oder halt hier sowas wie, es ist das einzige Enchantment, was noch draußen ist. Oder ich warte halt eine ganze Weile. Und tatsächlich, ein paar von den Karten, da gibt es wenigstens theoretisch Kombos drum, auch wenn ich keine Decks gefunden habe, die damit mal ein Grand Prix oder eine Prototop 8 gemacht haben. Aber zum Beispiel dieses, ich habe ein Enchantment, aber sonst nichts, könnte zum Beispiel so funktionieren. Ich habe die Baron Glories, ich verstecke sie in einem Oblivion Ring und dann mache ich mit Cavett Spite einfach alles kaputt. Ergo, Oblivion Ring geht kaputt, Baron Glory kommt wieder, das, und in dem Moment ist tatsächlich das Einzige, was noch da ist. Battle of Wits. So sieht ein Battle of Wits Deck aus. It's a pain in ganz vielen verschiedenen Dimensionen. Man muss es am Anfang mischen. Da ist jede Menge Suchkarten drin, um Battle of Wits zu finden, muss man es wieder mischen. Und ich bin gar nicht so unglücklich, dass das nicht wirklich viel Tournament Top 8s gesehen hat. Es gibt tatsächlich drei. Also das Ding hat in drei Pro Tour oder Grand Prix Top 8 waren Battle of Wits drin. Stimmt nicht ganz. Eins war ein Draft-Deck, wo der Typ halt einfach ein Battle of Wits gedraftet hat und sein Sideboard getan hat. Okay. Ein Deck heißt einfach nur Battle of Wits, aber eins hat tatsächlich mit dieser Deckliste hier gewonnen. Eine Karte, von der ich gedacht hätte, dass sie in nennenswerter Weise in irgendwelchen Decks vorkommt, ist hier unten die Helix. Da muss man ja nur 100 Mana reintun, um zu gewinnen. Und das Ding hat sogar noch Shroud. Das Ding kostet auch $19, was für mich irgendwie ein Indikator war, Leute wollen das und wollen das spielen. De facto keine nennenswerten Erfolge. Jetzt habe ich es wirklich geschafft. Vielen Dank für eure Geduld. Frage, Wünsche, Anregungen? Ich wünsche euch viel Spaß in der Sonne.